Ich möchte ein paar Worte sagen zu Orlando und zu Maya Yim. Maya Yim, ghanaisch-deutsche Dichterin, Wissenschaftlerin und politische Persönlichkeit, war eine der Vorreiterinnen der schwarzen deutschen Bewegung, die mit ihrer Forschung zur Geschichte und Gegenwart Afrodeutscher und mit ihrer politischen Lyrik im In- und Ausland bekannt wurde. 1996 nahm sie sich im Alter von 36 Jahren das Leben. Maya Yim schrieb sich ein in die Tradition des Sprechgesangs, der Rap-Dichtung und fühlte sich mit anderen schwarzen Dichterinnen der Diaspora stark verbunden. Das Schreiben und Vortragen von Lyrik war für sie eine Möglichkeit, der weißen deutschen Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten, aber auch schwarzen Menschen hier und anderswo zu zeigen, dass wir als Schwarze in Deutschland eine poetisch-politische Stimme haben und uns Gehör verschaffen können. Der Maya Yim Award ist Maya Yim gewidmet und erinnert an ihr künstlerisches Schaffen sowie an ihre Verdienste für den Aufbau einer selbstbestimmten schwarzen Community in Deutschland. Die internationale Perspektive in den Essays, Vorträgen und Gedichten von Maya Yim ist dabei ein Maßstab, der bei der Ausschreibung des Preises der afrodeutsche schwarze Literatur der internationalen Diaspora vernetzt, eine Rolle gespielt hat. Maya Yims Diplomarbeit bildete die Grundlage für das Buch Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte, das 1986 im Orlando Frauenverlag erschien. Dieses Buch war bahnbrechend für die Erforschung schwarzer deutscher Geschichte und diente vielen Afrodeutschen erstmals als Zeugnis der schon Jahrhunderte währenden Existenz schwarzer Menschen in diesem Land und somit als Bestätigung der eigenen Identität. Nach Farbe bekennen baute der Orlando Verlag den Schwerpunkt schwarze deutsche Themen bzw. Literatur mit Büchern wie Entfernte Verbindungen, Schwarze Frauen der Welt und der Autobiografie Daheim unterwegs von Ika Hügel Marshall aus. 1994 bot Maya Yim uns ihren Lyrikband Blues in Schwarz-Weiß an, der 1995 erstmals veröffentlicht wurde und nun im November zum vierten Mal neu aufgelegt wird, was für Gedichte beachtlich ist. 1997 wurde der zweite Gedichtband Nachtgesang und die Anthologie Grenzenlos und Unverschämt posthum veröffentlicht, ebenso wie der Dokumentarfilm von Maria Binder Hoffnung im Herz. In den USA erschien Farbe bekennen 1991 als Showing Out Colors auf Englisch und 2003 wurde die englischsprachige Textsammlung von Maya Yim Blues in Black and White veröffentlicht. Wir freuen uns sehr, mit der Anthologie und der Multimedia-CD zum Maya Yim Award einen weiteren Beitrag zur Verbreitung literarischer Produktion und Performancekunst der schwarzen Diaspora zu leisten. Wir unterstützen damit vor allem junge und nicht mehr ganz so junge schwarze Künstlerinnen und Künstler, die sich auf den Weg gemacht haben, im Kunst- und Kulturbetrieb des Mainstream ihren Abdruck zu hinterlassen. Ich bin mir sicher, wüsste sie davon, hätte sich Maya Yim geehrt gefühlt, ihren Namen dem ersten internationalen schwarzen deutschen Literaturpreis zu leihen. Und sie wäre sicherlich stolz auf diejenigen gewesen, die heute hier als Dichter und Dichterinnen und als Performance-Künstlerinnen und Künstler die Tradition schwarzen künstlerischen Schaffens in Deutschland und der weiteren Diaspora weiterzuführen. An der Stelle geht mein Dank an alle, die zur Produktion des Buches und der CD beigetragen haben, sodass beides noch in letzter Minute zur heutigen Preisverleihung fertig werden konnte. Buch und CD sowie alle anderen genannten Bücher und der Film sind draußen am Büchertisch zu kaufen und die Anthologie und die CD sind heute ausnahmsweise 2,50 Euro billiger, kosten also 12 Euro zum Jubiläumspreis. Und damit wünsche ich jetzt allen einen berauschenden Abend.